Zu Beginn seines Klavierabends bei der Schubertiade Hohenems 1987 spielte Claudio Arrau die Klaviersonate Nummer 26 in Es-Dur Opus 81a, Les Adieux von Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Claudio Arrau spielte die Klaviersonate Nummer 7 in D-Dur Opus 10 Nummer 3 von Ludwig van Beethoven.
Schubertiade Hohenems 1987. Thank you.
Thank you.
Schubertiade Hohl Ems 1987. Das Landesstudio Vorarlberg des österreichischen Rundfunks brachte einen Klavierabend, den wir am 19. Juni in der Stadthalle Feldkirch aufgenommen haben. Claudio Arau spielte Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Liszt. Zuletzt drei Werke aus der Sammlung Année de Pèlerinage von Franz Liszt, nämlich Le Jeu d'eau à la Villa d'Este. Das ist die Nummer 4 aus dem dritten Jahr. Dann Sonetto del Petrarca, Nummer 104. Das ist die Nummer 5 aus dem zweiten Jahr, Italien. Und als drittes Werk Après une lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata. Das ist die Nummer 7
aus dem zweiten Jahr der Pilgerjahre, Italien. Internationale Musikfestspiele im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks, des Senders Freies Berlin und des Westdeutschen Rundfunks. Meine Damen und Herren, wir waren heute Gäste des österreichischen Rundfunks und sagen unseren Gastgebern Dank für die Aufnahmen mit dem